Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen International Fundraising Congress IFC Recap. Stellt sich mir natürlich gleich zu Anfang die Frage, wie lange nach einer Veranstaltung darf, kann, soll man eigentlich noch einen Recap machen. Aber mein Oktober, der war einfach so verdammt voll, dass ich leider erst jetzt dazu komme. Nichtsdestotrotz möchte ich gleich am Anfang meine Euphorie mit euch teilen darüber, dass ich endlich mal wieder dort war. Das letzte Mal vor 4 Jahren habe ich jetzt festgestellt. Und ja, ich möchte alle dazu ermutigen, die noch nicht dort waren, echt mal hinzugehen nach Holland, nach Amsterdam zum IFC, der dort immer im Oktober stattfindet. Und über 1000 Leute, Fundraiserinnen und Fundraiser aus über 60 Ländern dorthin holt, weil die Stimmung ist einfach fantastisch und mit keinem anderen Kongress, den ich bisher besucht habe, wirklich vergleichbar. Ich habe jetzt so im Nachhinein immer gedacht, wenn man dort mal wirklich alleine sein wollte, dann musste man sich echt hinterm Computer, hinterm Smartphone irgendwie verstecken, um nicht von irgendjemandem angesprochen zu werden, der weiß Gott, woher aus dieser Welt kam. Alleine als wir im Hotel aufgebrochen sind, um dann ins Kongresshotel zu fahren, waren wir zu 8 und darunter waren schon alleine 7 Nationen. Also so zieht sich das dann wirklich durch die kompletten 3-4 Tage hindurch, die man eben dort ist. Ich bin erst ab Mittwochvormittag dort gewesen, also da, wo dann wirklich der Kongress losgeht. Und vorher finden natürlich da auch immer diese Masterclasses statt, diese 1,5-tägigen Sessions, die ich diesmal nicht mitgemacht habe. Ja, aber für mich war natürlich jetzt dieses Jahr ganz, ganz besonders die EVTOT-Session I Wish I Thought of That von Ken Burnett, aber der Reihe nach, also es ging am Mittwoch dann los mit der Opening Plenary Session, die wieder gemacht wurde, gestaltet wurde von Dan Palotta, den wir schon vor 4 Jahren dort gesehen haben. Damals hat er mich sehr überzeugt mit seiner I'm Overhead-Kampagne, die er vorstellte. Dies Jahr, ja, vielleicht waren meine Erwartungen auch zu hoch und ich weiß es nicht, aber so richtig, richtig überzeugt hat er mich nicht. Ein paar Sprüche waren auch noch die von vor 4 Jahren und von daher, Dan Palotta hat mich jetzt nicht so arg überzeugt. Natürlich waren wieder spannende, inspirierende Impulse auch mit dabei, aber jetzt nicht so der Burner, sage ich mal, wie vor 4 Jahren. Dan Palotta hat ja diesen berühmten TEDx-Talk auch gemacht, der zu den meistgesehenen TED-Talks übrigens gehört. Ja, und dann ging es schon los mit der Qual der Wahl, der Sessions. Teilweise wirklich sehr, sehr, sehr viele Sessions, die parallel liefen und vielleicht dann auch mal sogar, bei mir war das zumindest so, die Lust auf eine Entscheidung, den Namen und eher die Entscheidung hin war zum Networken zum Beispiel, was ja bei dieser Konferenz, bei dem Kongress auch immer sehr, sehr wichtig und weit oben steht. Ich habe, muss ich ehrlich auch gestehen, insgesamt nur an 2 inhaltlichen Sessions dann auch teilgenommen, besucht, die meine beiden Arbeitsbereiche einfach abdecken zurzeit. Das war einmal die Session von Nick Allen und Paul de Gregorio, beide aus Agenturen, die so einen Best Practices im Digital Online Mobile Fundraising vorgestellt haben. Leider hat die Session nicht komplett meine Erwartungen getroffen, schon wieder nicht. Aber ja, es war einfach ausgeschrieben damit, was war der Titel genau? Developing a Strategy in Mobile Fundraising, und das haben sie nicht gemacht, sondern was sie gemacht haben, ist wirklich Best Practice aus UK, Spanien, sonst wo der Welt vorgestellt, und das hat mich aber wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wie zum Beispiel SMS in UK krass stark genutzt wird und ein sehr wichtiges Instrument ist. So, jetzt mal gucken hier. Die 2. Session, die ich dann besucht habe, war im Bereich Major Giving mit Katharina Steinkelle von SOS Kinderdorf International, die eine super Session damit abgeliefert hat, zusammen mit Lisa Russell von Think, der Agentur von Tony Elisher. Die haben zusammen, also die Lisa und die Katharina haben zusammen vorgestellt, wie sie auf internationaler Ebene eben bei SOS Kinderdorf ein Case for Support erstellt haben, erarbeitet haben. Also dieser einjährige Prozess, den haben sie sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich und ja, mit vielen Learnings präsentiert, und das war für mich eine echt klasse Session.
Ein Highlight für mich war natürlich irgendwie auch die Awardverleihung, Global Awards for Fundraising, denn ich wurde 4 Tage vor dem Award von Fabian Wichmann gefragt, der Mitinitiator von Rechts gegen Rechts, Exit Deutschland, die nominiert waren für den Preis hier auf der beste Innovation. Und tja, was muss ich sagen, brauche ich nicht mehr sagen, sie haben den Preis gewonnen und mir kam dann die Ehre zu, dort auf die Bühne zu gehen und den Preis in Empfang zu nehmen, und ich durfte auch ein paar Worte sagen. Ja, könnt ihr auch hier auf YouTube dann sehen, meine kleine Ansprache. Und dann kam natürlich Evie Todd, I Wish I'd Thought of That. Ich hatte dort eine Speaker-Competition gewonnen und durfte eben auch 6 Minuten auf der großen Bühne, auf einer großen Bühne, eine kleine Idee präsentieren, an die ich auch gerne gedacht hätte, I wish I'd thought of that, einfach das Prinzip. Und klar, welche Kampagne war das? Natürlich die Rechts gegen Rechts Kampagne, die für mich wirklich eine der besten der letzten Jahre war. Und ja, dann gab es die Party und insgesamt alles wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ein klasse Kongress, auch wenn ich jetzt 2 Sessions genannt hatte, die jetzt so meine Erwartungen nicht arg getroffen haben. Aber das Ganze drumherum ist einfach fantastisch, perfekt. Die ganzen Leute, das Netzwerken und diese Motivation und die Stimmung, die man dort mitnehmen kann, ja, mit X zu vergleichen. Also von daher, vielleicht sehen wir uns dort nächstes Jahr. Ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr wieder dort sein kann. Und damit tschüss und liebe Grüße hier aus Zürich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.